So, und da sind wir auch wieder zurück bei Far Cry 3. Wollte gerade sagen Far Cry 4, aber das dauert ja noch ein bisschen. Wir fahren jetzt mal dahin hoffentlich und hoffentlich kommen wir auch an. Sowieso eigentlich die dümmste Idee, mit dem Auto auf einer vielbefahrenen Straße zu fahren. Genau. Die drehen echt um. Mal sehen, wie weit sie uns folgen. Die folgen uns echt bis zum Ende. So, und wir rennen mal schnell weiter. Nein. Eben nicht. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ach, wie geil. Ja, dann mach doch. Ui, ich glaube, ich komme hier auch gar nicht hoch. Nein. Nein, ich komme da nicht hoch. Da hinten ist der Funkturm, da blinkelt's. Was, Pussy, ja? So, wo jetzt? Feierabend. Komme ich jetzt hier hoch? Oh nein. Nerv. Ich komme hier absolut nicht hoch. Wenn ich rückwärts laufe? Oh nicht. Könnte knicken, dann müssen wir echt um den Berg rumfahren. Ah, das Auge muss repariert werden. Toll. Ah. Oh, Schluck auf. Man kommt hier einfach nicht hoch. Dabei ist es da oben schon, da ist schon Rauch. So, hier sehen sie mich nicht. Da komme ich nicht hoch. Ich komme hier nirgendwo hoch. Ich muss echt um den ganzen Berg rumlaufen. Wie ätzend. Da ist auch gleich der Funkturm. So, komme ich jetzt. Na also. Och, und jetzt nochmal da unten? Echt jetzt? Ist ja mega Abfuck. D-Taste. Da muss ich nochmal gucken mit der D-Taste ab und zu. Die hängt mal. Nochmal neu reinsetzen. Hm. Ah. Puh.
denn da hochkommen? Hä? Von der... Ah! Hinten. Ist ja auch cool gemacht. So. Na, geh da hoch. Geh da hoch. Cool, und da muss man von... hier da rein. Cool gemacht. Na gut, dass ich das mit dem Seil gesehen habe. Jetzt wären wir immer noch da unten. So. Da haben wir... Hopp. Da. Drei oben. Da ist ein Medikit. Da haben wir einen Gleiter, den können wir dann benutzen, um zum Außenposten zu fliegen. Nein! Ah! Fail. Kacke. So, Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja. Gut. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Ich habe nur geguckt, wie viel Batterie meine Maus noch hat. Ah, schau mal, wer da unten ist. Oh. Schöner Blutspritzer. So, du bist doch so. Oh Mann. Ja, super, damit haben die Entwickler nicht gerechnet. Ah, Kotz, Nerv, Kacke. Komm schon. Haben wir's? Ja. Haben wir immerhin das Medikit gekriegt. Ist doch auch schon was. Ah, Mann, da brauchen wir 15 Minuten echt, um hier diesen scheiß Turm hochzuklettern. So, und jetzt mit Ruhe. Ganz ruhig. Alter, ich würde hier nie rüberlehnen. Ich würde da nie rübergehen. Was ist das da unten? Ist das der Flughafen? Nee, ist was anderes. Vorsicht. Diese verschissene D-Taste. Das ist doch... Moment mal. Ich mach die mal raus. So. Ah. Und raus damit. Irgendwie. Weiß nicht. Weiß nicht. Komisch. So, machen wir jetzt mal ganz vorsichtig wieder rein.
Muss ich mal gucken, was man so dagegen machen kann. Weil ich glaube, Öl kann ich da nicht wirklich leicht dran machen. Weil die hakelt so, das als ob die gar nicht rutscht. Wenn ich die ganz langsam reindrücke, bleibt die hängen. Komischer Shit. Ah, so, nächster Versuch. Muss doch irgendwie funktionieren. Uah! Genau, erstmal nachladen. Wo war das scheiße Seil? Da war das scheiße Seil. Ah, Mann, wie ärgerlich, ey, das ist doch. Oder vielleicht mit ganz wenig Fett einschmieren, ganz, ganz wenig nur. Dass das immer ein bisschen rutscht, weißt du? Jetzt hängt sie schon wieder. Das ist echt seltsam. Also bei so einer, ich sag mal, Riesentastatur, da muss doch eigentlich jede Taste funktionieren. Das tut's ja auch. Bis auf die D-Taste. Aber gut, das ist ja von jedem Projekt, in jedem Produkt zu Produkt ist das ja anders. Manche funktionieren super, manche sind der größte Shit. Wir waren so knapp hier dran und fliegen dann runter. Oh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So. Ah. Geil. Kiste. Und Stromkasten. Kleine Festung. Friedhof. Ich glaube, da muss ich ein bisschen anders vorgehen. Da unten. So, aber erstmal geht's zum Gleiter. Ich kann fast stehen bleiben hier auf der. Ah! Feder. So, dann drehen wir gerade um. Juhu. Und nach links. Aber nicht zu weit nach links, sonst fliegen wir gleich wieder gegen den Berg. Was? Boah. Ich weiß nicht, soll ich die von unten oder von oben angreifen? Von unten wäre taktisch dämlich. So, da bauen sich langsam die Büsche auf. Ich glaube, ich lande mal da. Ah, D-Taste. Wieder einmal. Uiuiui. Sanfte Landung. Ah, ich hasse dieses Geräusch. Oh, der Gleiter ist unten im Lager. Ah, gut. So, ich glaube, mit Alarm ausschalten ist hier nicht viel. Ein Scharfschütze. Ach, da rennt gerade ein Tier rein. Na gut, also mit dem Alarm ausschalten, das können wir so ziemlich vergessen. Aber wir können halt. Ups. Wir können sie alle erschießen. Was
aus dem Hinterhalt schießen. Wer hat mich gesehen? So, Biggie Smalls versucht hier hochzukommen. Oh Mann, wo ist denn unsere... unsere Dingens ist weg. Jawohl. Biggie Smalls brennt? Nee, er brennt nicht. Scheiße. Oh. Genau, lauf mal runter mir. Was? Oh Mann! Mist! Ich kann echt nicht mehr spielen. Aber was soll das denn? Da haben wir eine Sniper. Wir haben zwei Sniper dabei. Was ist das denn? Was will ich denn mit zwei Sniper? Ich müsste es schaffen, einmal den Alarm auszuschalten. Ich probier's mal. Ich gehe mal rein. Und probier's mal. Ist aber blöd, wir haben nichts für den Nahkampf, bis auf die Scorpion. Aber die ist ja auch unglaublich leise. Nächste Woche schicke ich etwas Geld nach Hause. Ab jetzt nur noch Skiurlaub.
Jawohl. So. Du kannst das. Jetzt nur noch Biggie Smalls und wo ist der? Fehler von dir hier vorzulaufen. Hab alle. Yay! Professional Gameplay. Nur auf meinem Channel. So. Der Hammer, der Hammer. Jetzt tue ich mal gleich gucken hier wegen der. Hallo, was war das? Zwei Sniper dabei. Was soll das denn? So, Sturmgewehre. Wo ist sie? Da. Genauigkeit. Nehmen wir die hier. Setzen die darin. Anpassen. Boah. Reflex. Erweitert das Magazin. Mehr gibt's nicht. So, haben wir doch. Und das erweiterte Magazin machen wir drauf. So. Jetzt Scharfschütze. Tun wir hier und die hier. Ausrüsten und machen die nach da unten hin. Das verstehe ich gar nicht, wieso wir hier zwei Scharfschütze reingemacht haben. So, MP-Muni. So. Super. Mach auf. Nochmal kontrollieren. So, wir haben hier die Scorpion. Das irgendwas. Der Scharfschütze und der Bogen. Genau. So, weiter geht's. Weiter geht's dann mal in der nächsten Folge. Ah, super, jetzt haben wir hier fast alles aufgedeckt. Gehen wir zum Mervidogs Werkstatt. Wo ist das? Wie weit ist das? Da hinten, 600 Meter. Hier ist kein Auto in der Nähe. Gut, müssen wir laufen. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich laufe schon mal zum Lager hin, also... Wir sehen uns dann beim Lager.